Hi, ich grüße euch. Heute gibt es ein Video von mir, da hattet ihr mich drum gebeten. Und zwar geht es einmal um die Haarmascara und einmal um die pinke Wimperntusche. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, beziehungsweise einfach mal mit euch testen. Ich habe es noch nicht getestet, hatte es nur einmal geöffnet, um es euch zu zeigen. Und dann beginnen wir jetzt mal mit der Haarmascara, würde ich sagen. Ich habe ja von der LE diese türkise Variante. Wenn ich so eine Haarmascara verwenden würde, dann würde ich sie mir auch eher unten, also so als Highlight, quasi setzen. Deswegen machen wir uns jetzt mal die Haare zu und tun uns einfach unten so eine Strähne raus. So. Da ist die Strähne. So. Den Rest tun wir uns mal zurück. Hier haben wir die Strähne. Ich denke, sie ist auch breit genug. Dann nehme ich jetzt einfach mal diese Haarmascara. Da gibt es ja, wie gesagt, auch eine lilane. Und die soll ja nicht so gut sein. Oh je. Also, ja, ich schätze, oh Mann, ich schätze, dass ich es besser auch nicht hinkriege bei meinen schwarzen Haaren. Vielleicht, wenn ich noch so ein paar Mal drüber gehe, das wäre jetzt hier so, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es ist, wenn es trocken ist. Also so. Man sieht ja schon was, ne? Also quasi, wenn man das einfach, wenn man fortgeht oder so, oder wenn man das auch im Alltag mag, so als Highlight unten raus, wenn man das so als Highlight unten raus sieht, finde ich das im Prinzip nicht schlecht. Hat auch ein bisschen so diesen Kokosgeruch, finde ich. Schauen wir mal, wie es ist, wenn es trocken ist. Kennt ihr diese Sprühhaarfarbe, diese Sprühhaarsprays? So finde ich, sieht es aus. Naja, so schlecht finde ich es jetzt nicht. So, und jetzt kommen wir zur Mascara. Oh Gott, ich bin total gespannt. Entschuldigt bitte, mein Make-up ist schon etwas älter heute. Man muss allerdings wirklich erst ein bisschen tuschen. Also. Also mein Fazit aus diesen beiden Produkten bzw. meine Meinung ist, die Mascara finde ich sehr, sehr geil. Würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Bin ich sehr, sehr froh, dass ich sie gekauft habe. Wie ihr schon seht, also ich finde, dass man wirklich deutlich was sieht und es sehr, sehr schön ist. Klar, man muss wirklich oft über die Wimpern gehen.
Das schon, aber ich finde es sehr, sehr schön. Es ist ein toller Effekt, ein schöner Hingucker. Und die Hair-Mascara, die ist jetzt getrocknet, einigermaßen, ist sehr, sehr hart jetzt geworden. Ich zeige es euch nochmal. Ja, wie ihr seht, auch sehr strähnig irgendwie. Es ist okay. Sagen wir mal so, doll ist anders, aber es ist okay, ein schöner Hingucker, für ab und zu kann man das mal nehmen. Aber ja, es ist halt jetzt sehr hart und sehr steif und naja gut, es ist einigermaßen okay. Ihr könnt euch jetzt selber eure Meinung bilden, ihr seht es an meinem Haar, wie es da wirkt. Reicht euch dieser Effekt oder ist es zu wenig? Ich hätte es halt schön gefunden, wenn es jetzt zumindest nicht so verklebt ist. Aber ansonsten mag ich die beiden Produkte eigentlich schon recht gerne und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Lasst mir doch ein Feedback da, ob ihr künftig mehr Produkte im Test haben wollt oder so. Und ansonsten bis bald. Macht's gut. Ciao.